Jetzt haben wir hier den Report, den können wir uns anschauen. Geradestäbe, dann hier Foundation. Das müsste der Name denn des Teilbildes sein. Ich mache mir das hier kleiner. Ah, okay. Der Überordnung in Grau, cool. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Servus, grüßt euch. Heute werden wir in einem Projekt die Bewährung ausgeben über einen Report und über die Bauwerkstruktur. Dazu habe ich dieses Hello All Plan Projekt gestartet. Hier ist ja auch Bewährung vorhanden. Und ja, wir machen das Ganze wie folgt. Wir gehen hier auf die rechte Seite der Ableitung in der Bauwerkstruktur. Also wir starten mal von vorne. Servus Peter. Hier draufklicken. Projektbezogen öffnen. Nicht in der Zeichnungsstruktur, sondern wir gehen in die Bauwerkstruktur. Ich mache mal hier überall Minus und auch hier überall Minus. Und hier füge ich mir jetzt entweder hier etwas ein. Hier unten steht zwar schon Reports, aber ich mache alles von vorne. Struktur einfügen. Machen wir mal hier einen Ordner mit Reports. Auf den Reports-Ordner nochmal Struktur einfügen. Report. Und den nennen wir jetzt einfach Bewährungsreport. Den Bewährungsreport machen wir jetzt Rechtsklick. Dann brauchen wir Quellteilbilder, also welche Teilbilder werden ausgewertet im Report. Hier oben können wir jetzt auf die Ableitung der Bauwerkstruktur gehen. Das wäre jetzt auf der rechten Seite, wenn eure Bewährung auf der Seite ist. In meinem Fall ist sie auf der linken Seite. Und jetzt kann ich hier alles auswählen. Hier haben wir einen Reinforcement-Ordner, den kann ich aktivieren und schon werden mir alle Teilbilder darunter aufgelistet. In den Teilbildern, wo wirklich eine Bewährung enthalten ist, seht ihr so einen Kringel, also so ein Bewährungseisen. Ansonsten ist dort nichts vorhanden. Ist aber in unserem Fall egal. Natürlich könnten wir jetzt welche deaktivieren, die wir nicht benötigen würden. Wir könnten auch, wenn wir es richtig benamst hätten, zum Beispiel nach Reinforcement suchen und dann können wir das hier immer auswählen, zum Beispiel alle auswählen und dann aktiv setzen oder nicht. Jetzt wurde es natürlich deaktiviert. Machen wir nochmal alle auswählen. Genau. Wieder nochmal. Bei mir heißen die eigentlich immer Bewährung zum Beispiel und dann könnte man zum Beispiel auch danach filtern. Das müsst ihr entscheiden, wie ihr das handhabt. Dann geht halt der Report schneller und ich glaube, es ist auch eine Begrenzung der Teilbilder irgendwo vorhanden. Irgendwann geht es nicht mehr. Also sparen wir uns das und sagen wir okay. Und jetzt können wir hier nochmal Rechtsklick machen, Layer Einstellungen. Wir könnten jetzt zum Beispiel alle Layer berücksichtigen, wenn wir einen Drucksack haben. Dann könnten wir auch auswählen, eine Unterlage, eine Oberlage und so weiter und so fort. Dann gehen wir nochmal mit Rechtsklick drauf und Report Auswahl. In dem Fall nehmen wir nicht die Türliste IBD6 von Hoff und Partner, sondern wir nehmen, halt, wir scrollen hier runter, Standard Bewährung, Stabliste, Biegeform, Zusammenfassung nehme ich jetzt einfach und dann sage ich OK, öffnen, OK. Und hier können wir noch auswählen, ob es in Excel, Word, PDF oder Report Viewer rauskommt. Ich schaue mir das Ganze erst im Report Viewer an und dann kann ich es immer noch exportieren und sage damit auch okay. Rechtsklick. Und jetzt können wir zum Beispiel nochmal die Quellteilbilder aktiv setzen und sehen wir, okay, die sind hier drin. Und wir können jetzt hier machen, Report ausgeben mit Rechtsklick. Und schon startet das Ganze. Das könnte jetzt auch sein, dass der im Hintergrund ist. Da müsst ihr schauen, unten im Task Manager, in der Taskleiste, könnte das hinter eurem Altplan sein. Also das könnte im Vordergrund sein. Dann klickt ihr einmal da drauf und hier auf Report und dann seid ihr auf der Seite. Knüpfe ich mir jetzt hier an und jetzt haben wir hier den Report, den können wir uns anschauen. Geradestäbe, dann hier Foundation, das müsste der Name denn des Teilbildes sein. Ich mache mir das hier kleiner. Ah, okay, der Überordnung in Grau, cool. Und jetzt können wir hier auch scrollen mit dem mittleren Mausrad, oder mit dem linken oder mit dem rechten Mausrad. Hauptsache es ist ein Mausrad. Dann haben wir hier Ground Floor und hier sehen wir hier wieder die Auflistung und die Stückzahlen und die Gewichte und hier Upper Floor. Ja, Altplan hat seine Vor- und Nachteile.
In dem Fall ist es nicht Plan zugeordnet. Das ist halt einfach den Weg, den man gehen muss. Aber es gäbe natürlich auch hier einen Weg, die Plannummern mit anzugeben. Aber das müsste man dann nachbearbeiten. Denn ich kann ja in Allplan mehrere Teilbilder in das Planfenster eingeben. Das ist ein Riesenvorteil. Und dann kann es ja nicht wissen, hier weiß ich jetzt nicht, welchen Plan etwas vorhanden ist. Jetzt könnte ich aber mir Abhilfe schaffen, indem dass ich einfach sage, okay, ich schreibe jetzt hier noch den Plan hinzu bei Ground Floor, zum Beispiel Plan 100 und so weiter und so fort. Und dann würde das natürlich auch funktionieren. Machen wir hier noch Plan 101. Und falls wirklich, könnte man auch noch ein Attribut einfügen, das den Plannamen ausliest. Und dann könnte man im Plannamen vielleicht Bewährung Plannummer angeben. Auch das wäre möglich. Ich habe dafür eine andere Vorgehensweise, da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Verlinke ich euch in der Endcard, okay? Dieses Video, so wie es ich mache. Ich mag es nämlich über die Planzusammenstellung. Aber damit auch jeder sofort mit einer Report-Zusammenstellung arbeiten kann, habe ich dieses Video gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video bitte, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Servus, euer Peter. Ein Krieg für dich, ein Ritterschlag für mich.